Ja, Sie merken es, wir haben viel zu tun, deswegen gibt es nicht ganz so viele Sendungen wie früher. Corona, Vogel- und Schweinegrippe hätte es nie gegeben. Mit der GWO und GWÖ, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und der Diskussion über die Gemeinwohlökonomie. Ja, also diese Diskussion für jede Partei und für jede Sache, auch die für die Gemeinwohllobby, heute Abend ist das Verfassungscafé wieder, für die Gemeinwohlökonomie, also für die Gemeinwohllobby und für jede neue Partei, beziehungsweise für jede Partei überhaupt, ist das einzig Sinnvolle die Diskussion gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO und GWÖ, Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, diese Diskussion zu führen. Was anderes wird nicht zum Ziele führen. Also nur das führt zu den 56%, die Next Scientists for Future und Weltrat in einer simulierten Bundestagswahl bei einem Partnerinstitut des drittgrößten Marktforschungsinstitutes erreicht hatten. Deswegen schlagen wir ja auch sozusagen hier, wo ist es? Wir schlagen. Ja, ich glaube, jetzt können Sie das sehen. Wir schlagen ja auch der Gemeinwohllobby heute Abend dann vor, noch einmal, telefonisch habe ich das schon gemacht mit der Leiterin, repräsentative Wählerstichproben sollten über die Vorschlägegruppen der Artikel der neuen Verfassung konsensieren. Spendenaufruf zweckgebunden dafür. Wir würden dann die Spenden unserer Professorinnen und Professoren dahin auch lenken. Die größten Marktforschungsinstitute, Gesellschaft für Konsumforschung, TNS Infratest, AC Nielsen, ein Partnerinstitut von AC Nielsen war das, was die Studie, die simulierte Bundestagswahl durchführte und wo die Professoren 56% erreichten. Und diese 56% möchten wir ja gerne zum Beispiel der Basis schenken, ja, und übergeben. Ipsos, Maritz Research, Psima Group. Die größten Wahl- und Meinungsforschungsinstitute, die kennt man ja von Namen her, Forschungsgruppe Wahlen, Institut für Demoskopie, Allensbach, Forsa, TNS Emnist, Infas, Infratest, DIMAP, die Links zu einigen Instituten. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, denn erstmal muss ja hier das fertiggestellt werden. Ich glaube, hoffe, Sie können das ganz gut sehen. Also so zum Beispiel könnte es aussehen. Oh, das ist aber schlecht. Oh, das ist aber schlecht. Da muss ich mal gucken, ob ich da was machen kann. Kann man da irgendwas machen? Ich mache mal kurz Pause. Ja, jetzt habe ich einfach doch lieber ein anderes Bild genommen, weil die Datei, die ist nicht richtig zentriert, offensichtlich. Aber jetzt können Sie es sehen. So könnte also der Volksentscheid Verfassung aussehen. Und zwar nur, das ist leider nur der Anfang, also die Präambel. Und jetzt das nächste Bild. Müssen Sie sich darunter vorstellen. Stellen Sie sich das vor wie so einen großen Wahlzettel, allerdings DIN A4 breit, also quer, DIN A4 Querformat, also 29,7 cm breit und lang, nach unten hin lang, also so wie so ein Wahlzettel, der ja auch lang ist. Und dann finden Sie in diesem Volksentscheid das als oberen Teil, das als weiteren Teil, das als weiteren Teil und so. Und darunter kommen dann die Artikel 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann können Sie, ich mache das nochmal zurück, dann können Sie hier
selber ankreuzen, zum Beispiel hier, ich möchte das bisherige Grundgesetz an diesem Punkt, also an dem Präambelpunkt, beibehalten. Und hier die Vorschläge, hier ist der GWO Next Scientists for Future Vorschlag. Und das, was hier steht, zeige ich, also diese Gruppe zeige ich Ihnen jetzt nochmal, sozusagen, ja, Sie können das ja auch anhalten und eventuell lesen, aber ich zeige Ihnen jetzt mal unsere Geschichte hier. Da können Sie es dann jetzt nochmal nachlesen. Ich hoffe, es ist groß genug von der Schrift her. Also, das sind die bisherigen Präambel bis Artikel 5. Ich mache es mal nicht so schnell, damit Sie es dann anhalten können und besser lesen können. Oder ich probiere es mal mit der Bildfunktion. Mal gucken, ob das so geht. Durch diese neue Verfassung. Ja, so können Sie es, glaube ich, lesen. Sie können es ja jetzt dann jeweils anhalten und in Ruhe lesen. Ja, ich hoffe, das war trotzdem jetzt ganz gut lesbar. So, und dann, ja, also das heißt, wir brauchen jetzt von den Artikeln 1 bis 5 noch die anderen Vorschläge. Hier fehlt auch vielleicht noch ein möglicher vierter Vorschlag, den man noch machen könnte. Dann haben Sie als Wählerinnen immer zum Ankreuzen oder zum Konsensieren. Man könnte hier die Punktzahlen 0 bis 10 Widerstandspunkte reinschreiben dürfen. Ja, das, wie man das macht, das ist noch zu diskutieren. Und dann haben Sie eben, wie gesagt, alles zur Auswahl und können jeweils wählen und dann können Sie sich Ihre Wunschverfassung zusammenstellen. So, und aber das sollte natürlich erst nach sachlicher Diskussion des Ganzen erfolgen, also die freie Argumentekultur. Es sollten alle Argumente ausgetauscht werden, damit Sie auch erkennen, warum zum Beispiel dieser GWO, Next Scientists for Future, so ist, dass er eben Gutes tun ganz gezielt belohnen will. Ja. Aber machen wir es doch mal jetzt der Reihenfolge nach. Ja. Also Corona, Vogel und Schweinegrippe hätte es nie gegeben. Ach so, bitteschön, hier unten rechts an dem rundlichen Ding die Wunschgeschwindigkeit einstellen. Ich empfehle 1,75, weil ich ja so langsam rede. Corona, Vogel und Schweinegrippe hätte es nie gegeben, weil unsere Wirtschaftsordnung diese Mechanismen gar nicht ermöglicht hätte. Weil unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und als Diskussionspartner brauchen wir, als Streitpartner empfehlen wir die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, unsere jüngere Schwester, weil in dem Kontrast der beiden verschiedenen technischen Realisierungen des Gemeinwohlorientierten sozusagen kann man erkennen, warum das Konzept der GWO besser ist als das Konzept der ausgereifter ist als das Konzept der GWÖ. Ja. So, und jetzt, wo ist das Problem? Woher ist eigentlich das alles entstanden? Ja, wir wissen ja, wir können die Sparten der Gesellschaft, die verschiedenen Sparten der Gesellschaft hier wie so eine Spirale auflisten und dann haben wir in der Mitte, das ist der große Kuchen, um den es geht, ja.
Und in der Mitte haben wir die Leute, die keiner Sparte angehören, kleine Kinder zum Beispiel, ja. Und ja, und von daher, aber ich mache es jetzt mal hier, und wenn wir hier die Sparten haben, die verschiedenen Sparten, dann haben wir hier, und hier sind die Leute, die keiner Sparte angehören. Und wenn wir hier die verschiedenen Sparten der Gesellschaft haben, Sozialsparten, Gesundheitssparten, Ernährungssparten, Waffensparten, Behördensparten, Finanzamt, alle Teile der Gesellschaft. Sie alle Teile der Gesellschaft müssen Sie sich hier vorstellen. Ja? Vielleicht müssen wir es auch so denken, dass jede einzelne Person hier eine Sparte ist. Denn es gibt viel mehr Sparten, als wir hier Platz haben, sozusagen. Und jetzt macht jede dieser Sparten, sendet, und hier die Gesundheitssparte sendet ihre vorteilbringenden Irrtümer in unsere Köpfe hinein. Deswegen gilt ja auch der Satz sozusagen auf der Homepage der Next Scientists for Future, World Council of Wise People, gilt ja der erste Satz hier: Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Das heißt, ohne die Selbsterkenntnis und ohne die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche ist die einzige Chance für die Menschheit. Warum? Warum denn? Weil Sie, liebe Zuhörerinnen und ich, doch gar nicht wissen, wie viel vorteilbringende Irrtümer von all diesen Sparten, die alle vorteilbringende Irrtümer in unsere Köpfe hineinpumpen, wie Killerviren des Geistes uns infizieren damit, mit diesen parasitären Memen oder irrationalen Kognitionen, und wie sie uns alle infizieren. Wir wissen doch nicht, wir arbeiten vielleicht in dieser Sparte oder in der Sparte oder in der Sparte, oder wir gehören zu keiner Sparte, aber auf jeden Fall sind doch unsere Köpfe voll von den vorteilbringenden Irrtümern unserer eigenen Sparte. Was ich versucht habe, aus meinem Kopf rauszuwerfen und wofür ich dann den Beruf des Psychotherapeuten und Psychoanalytikers niedergelegt habe. Aber wenn wir nicht zu der Selbsterkenntnis kommen, dass unser eigenes Denken gefährlich ist, weil wir eigentlich in vielerlei Hinsicht nur Lobbyisten wider Willen sind, also die vorteilbringenden Irrtümer vieler anderer Sparten und unserer eigenen Sparte einfach nur wiedergeben wie eine Schallplatte, wenn wir das nicht erkennen, dann kommen wir zu keiner politischen Lösung, weil wir dann eigentlich immer nur irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer ja, den Wählern anbieten, und die Wähler spüren dann ansatzweise, dass das ihnen nicht gut tut, und dann wählen sie das auch nicht. Also von daher bitte sozusagen, Selbsterkenntnis ist wirklich das A und O. Ja? Und dann vielleicht noch mal ein ganz kurzer Einblick. Ja, was ist denn eigentlich los mit der Menschheit? Ich mache es ganz kurz. Ja? Wo ist es? Also ganz kurz. Der Weltrat, die Next Scientists for Future, als die einzige unbestechliche Instanz der echter Wissenschaft auf der Erde, untersuchte die gesamte Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums, alles, was es an Wichtigem darüber zu sagen gibt. Und dann ist eben extrem aufgefallen, dass vor etwa 4 Millionen Jahren unsere Eckzähne
verschwunden sind, das ist ein untrügliches Anzeichen dafür, dass wir eine neue pazifistischere Lebensform anfingen zu evoluieren, nämlich den, wie wir ihn nennen, urmatriarchalen oder vollmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus, parallel zu den Bonobos evoluierten, dass wir dann ja vor 2,5 Millionen Jahren erst die Erfindung der Technik, sozusagen Steinhämmer, Steinmesser als erste Werkzeuge im größeren Stile als Technik sozusagen. Ja, und vor 2 Millionen Jahren, dann gleichten sich auch noch ziemlich stark die Körpergrößen zwischen Männern und Frauen an, der sogenannte Geschlechterdimorphismus verschwand. Ja, vor 1,7 Millionen Jahren vielleicht der Fellverlust. Und dann aber so vor etwa 400.000 Jahren kommt der Tausch zum ersten Mal auf, zu Zeiten des späten Homo erectus. Und dann kommt die entscheidende Erfindung, die Erfindung von, sozusagen, da haben wir hunderttausende Jahre, also hier die Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung. Ein Professor sagt, dass der Fernhandel sogar eventuell schon 300.000 Jahre alt ist. Professor Friedemann Schrenk gibt eher 140.000 Jahre an. Und vor 170.000 Jahren vielleicht der Beginn des Schamanismus und damit auch der Beginn der Evolution der Medizin. Und ja, und vor 100.000 Jahren die Auswanderung aus Afrika. Also bis vor 100.000 Jahren waren wir alle, also liebe Rassisten, hören Sie gut zu, wir alle sind, unsere aller Urgroßeltern sind Schwarzafrikaner vor 100.000 Jahren. Wir sind also genetisch eigentlich alle Schwarzafrikaner mit einem etwas helleren Anstrich. Ja. Und ja, und das bedeutet, und dann haben wir hier vor 10.000, also vor 40.000 Jahren, hatten wir wohl die größte Gehirngröße mit 1,5 Litern und dann fing die Generation an richtig zu greifen, die durch Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung entstanden war. Ja, und das bedeutet eben, und dann Ackerbau und Viehzucht haben uns dann den Rest gegeben, vor 10.000 Jahren. Ja, das bedeutet, dass eben generell Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung grundsätzlich nicht funktionieren können ohne positive Anreize. Das heißt, ohne dass man Gutes tun belohnt, wird Schlechtes tun getan. Denn ohne Gutes tun zu belohnen durch positive Anreize passiert es eben so, dass dann Irrtümer in jeder Sparte entstehen und sobald sich ein Irrtum als extrem vorteilbringend für diese Sparte erweist, Karriere fördern, Gewinn bringen, die Einnahmen vergrößern, wird er nicht mehr so richtig reflektiert und dann wird er in die ganze Welt hinausgepumpt, multipliziert, zusammen mit dem, je erfolgreicher die Sparte, desto mehr infiziert sie damit den Rest der Welt, alle Gehirne. Und dadurch werden wir alle zu Lobbyisten wider Willen und können nicht mehr klar denken, sondern geben wie Schallplatten nur noch die vorteilbringenden Irrtümer all der Sparten wieder, unserer eigenen und all der anderen Fremden, deren Opfer wir dann werden und so weiter. Und das müssen wir erkennen. Deswegen Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Und danach müssen wir unsere Verfassung und unsere Parteiprogramme schreiben, sonst wird das nichts. Ja? Und ein Ausschnitt aus dem Ganzen will ich jetzt hier zum Thema machen, auf die Schnelle. Manche haben ja falsche Vorstellungen darüber, wie das ist mit Bildung und so weiter. Und da ist es ganz wichtig zu erkennen, dass ja die Kultusminister Vorgaben bei der Bildung, die waren ja nur nötig, weil eben die vorteilbringenden Irrtümer, also da ist es, die vorteilbringenden Irrtümer der Bildungssparten
immer schädlicher wurden. Das, was das die Bildungssparten im Kopf hatten an vorteilbringenden Irrtümern, führte immer mehr dazu, dass die Kinder immer mehr den Spaß am Lernen verloren. Dadurch war dann die Gesellschaft bereit, bei den Lehrern mehr Stunden für die Kinder zu kaufen. Sie kennen das. Wenn die Kinder keine Lust haben an der Schule, dann neigen die Eltern dazu, sozusagen den Kindern Nachhilfe zu geben. Und da können dann weitere Lehrer gutes Geld verdienen in der Nachhilfe für die Kinder, denen der Spaß am Lernen durch die Lehrer der Schule verdorben wurde. Also entstanden lauter in der Bildungssparte lauter vorteilbringende Irrtümer, lauter unrealistische Bildungsideale, die den Kindern den Spaß am Lernen raubten. Und diese Schädlichkeit hat man versucht, durch die Kultusministerium-Vorgaben einzudämmen, indem man den Lehrern wenigstens ein Minimum an Leistung, also auch die Gammelei, die durch die vorteilbringenden Irrtümer, die Gammelei der Lehrer, die dann auch möglich wurde durch die vorteilbringenden Irrtümer ihrer eigenen Sparte, die hat man versucht einzudämmen, indem man von den Lehrern bestimmte Mindestleistungen wenigstens verlangte, sozusagen, ja. Aber das nützt eben nichts, weil, warum nützt das nichts? Weil sie dann ja wieder nur irgendwas vorgeben, aber die Lehrer doch in der Klasse unkontrolliert im Prinzip doch wieder ihre vorteilbringenden Irrtümer anwenden können und das Ganze dann unterminieren können. Deswegen, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg und der steht ja da. Der steht ja da, ne, dass man, also wo ist es nochmal, dass man hier zum Beispiel jetzt bei den Lehrern, wo ist der Satz aus dem Wissenschaft, Forschung und Lehre, da ist es Bildung, ne? Recht auf Bildung, da kommt vieles und dann kommt unser Satz, wo kommt das? Und da ein so umfassend entwickelter Mensch bei allen Arbeitgebern sehr gefragt ist und höchste Gehälter erhält, können wir alle pädagogisch für einen Absolventen zuständigen Personen belohnen, gemäß der gezahlten Steuern, Abgaben und so weiter der jungen Menschen ab dem Berufseintritt, die dafür notwendigen, hochkomplizierten Berechnungen, jedes Kind hat ja leider viele Lehrer, jeder Lehrer viele Schüler, werden durch Top-Experten, also statistische Top-Experten unterstützt, mit der Faktorenanalyse und solchen Dingen. Ja, und das heißt also, nur wenn wir am Endergebnis messen, kriegen wir die Gammelei und die Schädlichkeit des Lehrertums weg. Und nicht, indem wir ihnen noch mehr Narrenfreiheit geben. Ja? Also das heißt, wir müssen ihnen lehren, wir können ihnen absolute Freiheit geben, wenn wir ihre Leistung am Endergebnis nicht messen. Ich lese mal vor, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Ja? Also nur durch positive Anreize können wir letztendlich sozusagen etwas erreichen. Ich bleibe mal lieber auf dem Bild, ich bleibe mal lieber hier. Der Staat hatte nicht gewusst, wie er die ständig wachsende Schädlichkeit von Lehrern und deren Gammelei eindämmen soll und wie er auch die Gammelei von Ärzten und so weiter auch eingammeln soll. Deswegen kam er auf selber wieder hochproblematische Regulierungsversuche. Und deswegen ist die Lösung die einzige richtige. Belohne immer nur am Endergebnis. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. So ähnlich heißt es irgendwie in der Bibel, ja? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn ein Lehrer
die Kinder bestmöglich fördert und sie dann deswegen von allen Arbeitgebern hoch begehrt sind, weil es sich um aktive, kreative, innovative junge Menschen handelt, dann werden diese gut bezahlte Jobs kriegen und das muss man rückrechnen und muss man rausfinden, welcher Lehrer war diesbezüglich ein Bremser, welcher war ein Förderer. Und dann müssen sie eben eine Stiftung Warentest-ähnliche Rangliste der Lehrer erstellen und so weiter. Und dann die Verdienstzuschüsse danach ausrichten. Und so haben sie dann, kriegen sie wirklich Lehrer, die die Kreativität und Innovativität der Kinder bestmöglich fördern. Wenn sie das nicht tun, egal was sie sonst machen, kriegen sie eine Katastrophe. Und dann können sie auch den Ärzten und den Pädagogen und den Lehrern und allen völlige Verhandlungsfreiheit geben, auch völlige Methodenfreiheit geben. Die können dann wirklich jede Methode anwenden. Sie werden ja gemessen an ihrer tatsächlichen Wirkung, an ihrem Endergebnis, an ihren Früchten. Und dann können wir uns darauf verlassen, dass die beste Art zu unterrichten mit der Zeit herauskristallisieren wird, heraus evoluieren wird, in einem Evolutionsprozess sich herausbilden wird. Ja? Und es ist eben nicht sinnvoll, zurückzugehen zur Narrenfreiheit von Wirtschaft, Ärzten, Lehrern, Richtern und so weiter, Wissenschaftlern und so weiter. Wir müssen diese Wissenschaftsfreiheit, die Wissenschaftsnarrenfreiheit, die richterliche Narrenfreiheit und all die anderen Narrenfreiheiten müssen wir beenden. Wir müssen alle an ihren Früchten am Endergebnis messen. Das ist unsere einzige Chance. Und dann hätte es eben Corona nie gegeben, weil wenn wir die ganzen Gesundheitsspartler, also wenn wir die gesamten Gesundheitsspartler, hier ist ja die Gesundheitssparte, wenn wir die schon seit Jahrzehnten ausschließlich gemessen hätten oder seit Jahren schon gemessen hätten an ihren Früchten, also daran, wie viel Gesundheitsförderung, Krankheitsverhinderungswirkung, wie viel Gesundheitsnutzen sie tatsächlich auch für alle anderen Menschen bewirken, dann hätte es weder die Schweinegrippe als Verkaufsförderungsprojekt gegeben für Impfungen, es hätte weder die Vogelgrippe als Verkaufsförderungsprojekt gegeben für irgendwelche Verkäufe, es hätte Corona nicht gegeben als vorteilbringender, verkaufsfördernder Irrtum, all dieses hätte es nicht gegeben, es hätte all diese vorteilbringenden Verkaufsförderungsirrtümer nicht gegeben, ja? Und damit wäre uns das Ganze erspart geblieben. Es hätte dieses niemals gegeben. Also, in Wahrheit braucht es die Belohnung anhand des Endergebnisses an den Früchten sozusagen orientiert. Ja, und dann noch ein anderer Gedanke. Der Mensch ist nun mal ein vertrauensseliges Gruppen- und Herdentier, weil er eben vor 400.000 Jahren im urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus keinen Grund jemals für Misstrauen hatte und deswegen hat sich im Gegensatz zum Schimpansen, der ein äußerst misstrauisches Kind ist sozusagen und seinen Artgenossen überhaupt nicht vertraut, sondern lieber alles selber ausprobiert, hat sich bei Bonobos und den Menschen hat sich die Tendenz herausgebildet, da man ja sozusagen den Artgenossen grundsätzlich vertrauen könne, haben wir quasi so eine irgendwie eine genetische Prädisposition Richtung Vertrauensseligkeit und der Mensch neigt dann dazu, den fähigen natürlichen Autoritäten einer Gruppe einfach zu folgen, vertrauensselig zu folgen, weswegen auch Betrüger so leichtes Spiel haben mit uns Menschen. Und wir müssen deswegen auch ganz bewusst die Verantwortung übernehmen, dass die klügsten Menschen der Erde auch wirklich sagen, wir müssen wirklich die Konzepte entwickeln, dass die Gesellschaft wieder so gestaltet wird, dass die Masse der Menschen wieder wirklich auch, dass das Vertrauen der Masse der Menschen dann auch wieder gerechtfertigt ist. Ja?
Denn wir werden die genetische Prädisposition zur Vertrauensseligkeit nicht so einfach korrigieren können. Ne? Ja, deswegen, denn nämlich dadurch, die Masse der Menschen hat nämlich deswegen mit dem selber denken können eben gewisse Probleme. Ja? Und die Masse der Menschen ist für freies Denken grundsätzlich nicht evoluiert. Schimpansen wären eher dafür evoluiert, weil sie eben so misstrauisch genetisch veranlagt sind, wegen der vielen bösen Taten, die auch bei Schimpansen vorkommen. Und ja, also die mathematische Präzision ist sicherlich die Voraussetzung für gutes wissenschaftliches Denken. Und das ist sicherlich sehr wichtig. Und ja, und alle die klügsten Denker der Erde müssen halt wirklich sozusagen die Gesellschaft, die Reformkonzepte anbieten. Und das hat ja der Weltrat und die Next Scientists for Future gemacht, die Verfassung und die Reformen anzubieten, auf wo dann die Menschen auch wieder guten Gewissens vertrauen können und quasi folgen können als Gruppen und Herdentiere und dass es dann allen gut tut, sozusagen. Ja, ja das ist wohl die Lösung des ganzen Spiels. Ne? Ja, also, das kommen wir nochmal zum Ausgangsbild zurück. Also nochmal zu dem Text erst einmal hier. Deswegen steht hier nicht ohne Grund. Und da ein so umfassend entwickelter Mensch bei allen Arbeitgebern sehr gefragt ist und höchste Gehälter erhält, können wir alle pädagogisch für einen Absolventen zuständigen Personen belohnen gemäß der gezahlten Steuern, Abgaben und so weiter der jungen Menschen ab dem Berufseintritt. Die dafür notwendigen hochkomplizierten Berechnungen werden durch Top-Experten unterstützt. Und genauso gilt es auch bei der Forschung, dass man eben sagen muss, damit das alles sicher gewährleistet wird, werden die Forschungsergebnisse der einzelnen Wissenschaftler in der Region angewandt und nur so weit, wie dies Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlfühlen und Wohlstand verbessert, werden Verdienstzuschüsse ausgeschüttet. Die Karriere jedes schädlichen Wissenschaftlers wird so zuverlässig beendet. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wir sollten, liebe Wählerinnen, wir wollen Ihnen nicht mehr zumuten, weiterhin völlig nutzlose Forscher zu bezahlen, Wissenschaftler zu bezahlen, sondern es soll immer gemessen werden, ob deren Forschungsergebnisse Ihnen ihr Leben verbessern, ihr Wohlfühlen, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit und ihren Wohlstand verbessern. Wenn nicht, dann wird deren Karriere finanziell nicht mehr unterstützt. Ende aus. Ja. So, und jetzt fasse ich noch mal zusammen. Also, mit unserer GWO hätte es Corona, Vogel- und Schweinegrippe nie gegeben, weil die vorteilbringenden Irrtümer längst ausgestorben wären und damit dann die Medizinsparten uns nicht ihre vorteilbringenden Verkaufsförderungsargument-Irrtümer um die Ohren gehauen hätten, eingeimpft hätten, ja, also die hätten uns nicht ihre vorteilbringenden verkaufsfördernden Irrtümer eingeimpft und es wäre niemals zu einer weltweiten Panikdemie gekommen, sozusagen. Ja? Ja, aber jetzt haben wir den Salat. Also, ja, das Problem ist, das einzige Menschheitsproblem ist, man nutzt den Weltrat und die Next Scientists for Future bisher nicht richtig und dadurch hat man den Salat. Ja? Also das einzige Grundfehler der Menschheit ist, sie nutzt den Weltrat und die Next Scientists for Future nicht richtig. Nicht genug. Und daran krankt die ganze Welt. Tschüssi, bis bald.